Das CTG in der Frauenarztpraxis ist ja nicht ganz unumstritten. Vielleicht kennst du das auch als Schwangere, dass man doch recht häufig zum CTG zitiert wird und fragt sich, ja, warum eigentlich? Ist das überhaupt medizinisch sinnvoll? Ist es nur Geldmacherei? Wie sind die offiziellen Leitlinien? Was spricht dafür, was spricht dagegen? All das klären wir jetzt in aller Ruhe, interner Talk eines Gynäkologen. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Dr. Med-Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe und mit diesem Kanal möchte ich dich aufschlauen, damit du dir selbst besser helfen kannst, dir selbst besser helfen zu können. Und du sagst, cool, das ist ja schön, ich kriege hier Fachwissen einfach umsonst, dann lass es mich doch einfach wissen, dass du dankbar bist mit einem kleinen Abo. Um mal alle abzuholen, CTG wird den meisten Schwangeren natürlich was sagen. Wenn du schwanger bist oder warst, wirst du es vielleicht auch mal bekommen haben. CTG ist die Abkürzung für Kardiotokogramm. Das beinhaltet eigentlich schon das, was es macht. Kardio ist irgendwie das fachchinesische Wort für Herz, also die Herzfrequenz vom Kind wird damit gemessen. Und Tokogramm ist irgendwie wieder für die Mama, denn es werden auch die Wehen aufgeschrieben. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze nur als Tokogramm laufen zu lassen. Das macht man zum Beispiel in sehr frühen Schwangerschaftswochen, wenn man den Verdacht hat, dass die Schwangere vielleicht vorzeitige Wehen hat. Aber im Prinzip ist es oft so, dass du zwei Gurte über den Bauch geschnallt bekommst. Ein Knöpfchen misst die Herzfrequenz des Kindes und das andere Knöpfchen misst quasi die Aktivität deiner Gebärmutter, also die Wehentätigkeit. Das Ganze läuft dann so für 15 bis 20 Minuten. Die meisten Schwangeren liegen entweder auf der linken Seite oder haben so eine halbsitzende Position und hören dann dieses typische Herzgeräusch ihres Kindes. Aus dem Gerät kommt dann ein schöner Ausdruck raus, den wir Gynäkologinnen und Gynäkologen sehen und können dann beurteilen, ob das CTG normal ist, ob die Herzfrequenz normal ist, ob Wehen drauf sind, ja, nein und so weiter und so fort. Es ist also in der Medizin heute ein ganz, ganz wichtiges und ganz sinnvolles Tool in der richtigen Indikationsstellung. Dazu kommen wir gleich. Ganz kurz nur ein physikalischer Exkurs, wie funktioniert das eigentlich, die Herzfrequenz von so einem Kind im Bauch messen? Das funktioniert mit Schallwellen, und zwar Schallwellen in so einem Frequenzbereich, den wir mit dem menschlichen Ohr eben nicht wahrnehmen können. Und damit handelt es sich auch nicht um Strahlung, also ionisierende Strahlung, die vielleicht auch Schäden auslösen können, sondern wirklich nur um banale Schallwellen, die jetzt keine weiteren Folgen für das Kind hat oder auch die Mama. Und das ist ganz ähnlich wie der Ultraschall und vielleicht wird es dir jetzt auf der Zunge liegen, ja, aber warte mal, da gibt es doch eine Strahlenschutzverordnung, Ultraschall ist doch jetzt verboten, weil gefährlich, ja, das stimmt so nicht ganz, die Aussage, kannst dir gerne dieses Video mal anschauen, da erkläre ich das genau, wo was es mit dieser Strahlenschutzverordnung auf sich hat und was da eigentlich genau der Hintergrund ist. Festzuhalten ist, nein, diese CTG-Untersuchungen sind nicht laut für das Kind, die sind auch nicht schädlich für das Kind und da gibt es einfach wissenschaftliche Evidenz für und auch dieses berühmte laute Brummen oder dass ein Güterzug durchfährt, dass da irgendwie 80, 90 Dezibel teilweise Geräuschkulisse im Bauch sind, die kann man auch verwerfen. Es kann durchaus vorkommen, dass der Darm oder der Magen mal ein lautes Geräusch macht. Das hören wir teilweise außerhalb des Körpers sehr, sehr laut und das ist für die Kinder natürlich wirklich ein kurzer, lauter Impuls, aber hat nichts Gesundheitsschädliches zu tun. Weder die Darmgeräusche noch eine Schallwelle, die man nicht hören kann. So, und dann steigen wir jetzt aber mal wirklich ins Thema ein. Immer wieder erreichen einen Berichte, und vielleicht wird es dir auch so gegangen sein, ja, meine Frauenärztin, mein Frauenarzt macht aber seit der 24. Schwangerschaftswoche bei jedem Besuch ein CTG. Ich weiß gar nicht wieso. Dann ist das eine berechtigte Frage oder ein berechtigter Zweifel, denn ein CTG wird nur nach medizinischer Indikation gemacht. Das heißt, wir brauchen einen medizinischen Grund, warum wir die Herzfrequenz oder auch die Wehentätigkeit von Mama und Kind tracken wollen. Jetzt gibt es aber Schwangerschaften, die ein Risiko bergen. Vielleicht hast du dein Kreuzchen auch im Mutterpass bei Risikoschwangerschaft. Und dann kann ein CTG durchaus zu rechtfertigen sein. Nehmen wir mal einen Schwangerschaftsdiabetes oder nehmen wir mal einen Schwangerschaftshypertonus, einen hohen Blutdruck oder einen Zustand nach Präeklampsie, also der Schwangerschaftsvergiftung. Auch hierzu findest du schon Videos von mir auf diesem Kanal. Oder wir haben den Verdacht auf eine vorzeitige Wehentätigkeit. Der Bauch wird immer hart. Wir haben den Verdacht, dass das Herz vielleicht nicht ganz rhythmisch schlägt, weil wir das im Ultraschall gesehen haben. All das können durchaus Gründe sein, auch früh ein CTG laufen zu lassen. Ein CTG wird auch erst ab der 28. Schwangerschaftswoche bei medizinischer Indikation gemacht im Grunde. Alles, was vorher ist, läuft erstens im Prinzip nur als Tokogramm, also als Wehentätigkeit bei drohender Frühgeburt oder vorzeitiger Wehentätigkeit. Kann natürlich auch mal ein Kardiotokogramm sein, ist aber relativ schwierig, weil nicht gut ableitbar diese Herzfrequenz.
und ab der 28. Woche nur bei medizinischer Indikation mit entsprechenden Risikofaktoren. Aber was wollen wir eigentlich mit dem CTG wissen oder wo ist der Vorteil gegenüber zum Ultraschall? Ich gucke mir ja mit dem Ultraschall auch das Herzchen an und eine Arrhythmie oder sowas könnte ich doch da auch sehen. Jein, klar, wenn ich jetzt gerade draufhalte, in den paar Sekunden, wo ich mir ein Herzchen angucke, kann natürlich so eine Arrhythmie auftreten oder andere strukturelle Veränderungen sein, der Herzklappen etc. Aber ich gucke eben nicht über 15, 20 Minuten die Herzfrequenz an und vielleicht kennst du das ja auch mal, dass du dann mal Herzstolpern hast und dann ist auch wieder ein paar Sekunden Ruhe und dann stolpert das Herzchen auch wieder. Und das ist halt ein großer Vorteil vom CTG, dass man über längere Zeit eine Herzfrequenz sieht, hat das Kind Stress, kein Stress, gibt es einen Herzfehler etc. pp. Das ist natürlich der Zeitfaktor, ein großer Faktor bei der Diagnostik, vor allen Dingen was die fetale Herzfrequenz angeht. So, jetzt wird es doch spannend. Du fragst dich, okay, alles klar, habe ich verstanden. Mutterschaftsrichtlinien, es gibt eine S3-Leitlinie. Also warum machen viele Praxen trotzdem sehr früh und sehr regelhaft CTGs? Ich versuche, Erklärungen zu finden. Der erste Punkt ist der Sicherheitsfaktor. Ja, seitens der Ärztin, des Arztes und auch seitens des Paares. Man möchte nichts verpassen. Man möchte also sich selbst nochmal eine Sicherheit gewährleisten mit dem Ultraschall. Klar, der ja auch nur 3, maximal 4 Mal indiziert ist in der gesamten Schwangerschaft. Da denkt man sich also, cool, dann könnte ich ja auch einfach mal immer mal wieder ein CTG machen. Da habe ich nochmal die Herzfrequenz. Also weiß ich, dem Kind müsste es doch ganz gut gehen, wenn das CTG in Ordnung ist. Da kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Der rechtliche Aspekt. Sollte nämlich irgendwas sein mit dem Kind, was vielleicht auch im Ultraschall nicht gesehen wurde oder was sehr spontan entsteht, was auch mit der Herzfrequenz des Kindes zu tun haben könnte oder mit vorzeitigen Wehen, dann habe ich regelmäßig CTGs geschrieben als Ärztin, als Arzt und kann, falls es da zu einem juristischen Prozess kommt, sagen, hier, ich habe diese Schwangerschaft doch sehr regelhaft und sehr gut überwacht. Ich trage also nicht die Schuld, dass da jetzt schicksalhaft doch was passiert ist. Ja, das klingt perfide, aber das ist nicht nur in Amerika, sondern ja auch in Deutschland ein riesen Thema. Ärztinnen und Ärzte stehen unter einem unfassbaren rechtlichen Druck. Sie haben also permanent Angst, von morgens bis nachmittags für irgendein Vorgehen, für irgendein Handeln verknackt zu werden oder irgendwie die Approbation entzogen zu bekommen, denn mit dieser Approbation können wir nur arbeiten. Wenn ich also Fahrlässigkeit oder sowas mache, nichts dokumentiert habe, schlecht dokumentiert habe, dann kann es sein, dass ich rechtlich Schwierigkeiten bekomme. Also dokumentiere ich doch alles, was geht, jeder Satz der Patientin, alles, was irgendwie möglich ist, wird dokumentiert, festgehalten, dass man dann irgendwann den Ordner rausholen kann und sagen kann, hier, ich habe alles doch korrekt dokumentiert und gemacht und spreche mich frei von Schuld. Ja, das gibt es tatsächlich. Patientenwunsch ist natürlich keine medizinische Indikation, um Gottes Willen. Aber auch hier sind wir natürlich wieder bei dem Sicherheitsaspekt und dem rechtlichen Aspekt. Wenn die Patientin oder das Paar das jetzt wünscht und ich verweigere es und dann kommt was raus, das hat dann auch wieder juristischen Geschmäckle. So, und jetzt werden mir viele Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich ganz schön böse angucken. Aber natürlich, das kann man ja nicht wegdiskutieren, hat das auch wirtschaftliche Gründe. Denn so ein CTG bringt 15 Euro. 15 Euro pro CTG. Im Schnitt werden so ab der 28. Woche, sagen wir mal, roundabout 10 CTGs geschrieben und das sind dann 150 Euro pro Schwangere. Ja, wenn man das jetzt umrechnet, natürlich auf die Gesamtzeit, die Ärztinnen und Ärzte so eine Schwangerschaft betreuen und das sind ungefähr 12 bis 13 Frauenarztpraxisbesuche mit entsprechenden Gesprächen, Ultraschall und so weiter, also roundabout 6 Arbeitsstunden, wenn man jetzt diese 150 Euro dagegen rechnen würde, ist das ein Stundenlohn von 25 Euro. Ist jetzt nicht die Welt, aber für Praxen, gerade im ländlichen Raum, ist das existenziell und zwar jeder Euro. Und dann sind eben die 150 Euro für 10 CTGs schon eine Menge Geld pro Schwangere. Je nachdem, wie viele Schwangere man jetzt betreut im Quartal, ist es also wirklich ein Batzen Geld, der eventuell sogar eine Sprechstundenhilfe bezahlen könnte. Und, was man auch wissen muss, Schwangerenleistungen sind extra budgetär. Ich weiß nicht, inwiefern du im Gesundheitssystem involviert bist für Vergütung, aber viele, fast alle Leistungen sind gedeckelt. Das heißt, ich kann bis zum gewissen Punkt was abrechnen und in der Mitte des Quartals bekomme ich für meine Leistungen, die ich genauso erbringe wie vorher, gar nichts mehr oder nur ein Mini-Bruchteil. Und das nennt man so eine Budgetierung. Das Budget ist irgendwann aufgebraucht und ich kriege für die Leistung an der Patientin einfach nichts mehr. Ausgenommen sind zum Beispiel Leistungen bei einer Schwangeren. Und da ist das CTG etwas, was man immer wieder geltend machen kann. Für eine Schwangere, gesetzlich versichert, bekommt man einmal pro Quartal eine Pauschale. Das ist die 01770 bei dem EBM. Dann kann man vielleicht nochmal einen Ultraschall abrechnen, wenn nötig. 01772 sind auch nochmal 40 Euro.
Und das war's. Wenn du 20 Mal kommst, kriegen wir trotzdem nur diese Pauschale. Wenn du nur 2 Mal kommst, kriegen wir auch diese Pauschale. Aber das CTG kann jedes Mal geltend gemacht werden. Ich hoffe, du verstehst so im Grunde, was dahinter steckt. Also haben wir jetzt schon ein paar Argumente, warum eine Praxis ein CTG macht. Ja, ich habe mich abgesichert, rechtlich und sicherheitstechnisch. Ich kann mir nichts vorwerfen. Das Paar wünscht es zum Teil auch noch. Es ist nicht schädlich für das Kind und kann vielleicht nur einen Benefit bringen. Ich komme gleich zu den Nachteilen. Und ich habe vielleicht noch wirtschaftlich was davon. Also warum nicht? Es tut doch keinem weh im Grunde. Ja, das stimmt, aber es ist nicht medizinisch indiziert. Jedenfalls muss, wenn man schon gut dokumentiert, auch einen guten medizinischen Grund nennen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wenn ihr als Paar sagt, ich möchte kein CTG, oder du fragst danach, welchen Grund gibt es denn medizinisch, und deine Ärztin sagt, eigentlich gibt es keinen, dann darfst du das auch ablehnen. Also du bist ja Chefin über deinen Körper und vor allem den Körper deines Kindes. Und hier kommt ein wichtiger Knackspunkt. Kein Arzt darf dich dazu nötigen oder der Praxis verweisen, nur weil du das CTG verweigerst, wenn es denn nicht nötig ist. Und selbst wenn es nötig wäre und du verweigerst es, ist das auch dein Bier und nicht die der Ärztin oder des Arztes. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Vor- und Nachteilen CTG, Procon und so weiter und so fort. Risiken und Nutzen. Der gemeinsame Bundesausschuss, die S3-Leitlinie, sagt, dass bei einer Low-Risk-Schwangeren ein CTG, eine regelmäßige CTG-Überwachung, 0,0 Nutzen hat. Das Outcome der Schwangerschaft, also des Kindes und auch der Mutter, hat keinen Benefit davon, wenn regelmäßig CTG gemacht wird, bei einer unkomplizierten Schwangerschaft. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Es bringt also der Schwangeren und dem Baby für das Outcome nichts. Zweiter Punkt, Achtung Überdiagnosen. Ein CTG, klingt immer so leicht, ich gucke drauf, muss gut interpretiert werden, muss auch wochenweise gut interpretiert werden. Eine frühe Woche und CTG sieht komplett anders aus wie eine späte Woche am Termin. Man muss mit Verschiebungen in der Herzfrequenz auch gut arbeiten können. Man muss wissen, wie so ein CTG zu interpretieren ist, um eben Überdiagnosen zu vermeiden. Es gibt nichts Schlimmeres als in der Klinik früher Einweisungen wegen suspekten CTG und wir kriegen das dann mit und dann sieht man, das ist eigentlich ein normaler CTG-Verlauf und das Kind hat halt einmal ganz kurz reagiert auf vielleicht eine Wehe, was ja völlig normal ist, weil das ist Stress für ein Kind, wenn so eine Wehe über einen drüber schwappt wie eine Welle. Also muss man hier auch aufpassen vor Überdiagnosen und weitere Diagnostik, die vielleicht im Grunde gar nicht notwendig gewesen wäre. Das muss man auch mal dazu sagen, so ein Herzchen ist relativ spät erst so vom Nervensystem entwickelt, dass die Herzfrequenz auch sehr stabil ist. Wenn man bei einer 18., 19. Woche manchmal das Herz anguckt, dann sieht man manchmal so richtige Herzstolperer oder wie das Herz wirklich langsam wird und man erschreckt sich vielleicht als Laie, wenn man zuguckt. Und dann muss man die Leute beruhigen, wenn man es im Ultraschall gerade sieht und sagt, das ist völlig normal. Das Nervensystem des Herzens ist noch nicht ausgebildet genug, um wirklich diese konstante Frequenz aufrechtzuerhalten. Nutzen bei Risikoschwangeren, ob es jetzt eine Wachstumsverzögerung ist des Kindes, ob es Zwillingsschwangerschaften sind oder Mehrlingsschwangerschaften, ob es Zustand nach einer Präeklampsie ist, da ist das CTG ein unfassbar gutes und wichtiges Tool, um hier ein Risiko schon zu erahnen, um schon zu sehen, hat das Kind oder die Kinder Stress, wie ist die Versorgung, wie ist auch die vorzeitige Wehentätigkeit. Manchmal merkt man es vielleicht gar nicht, dass da vorzeitige Wehen sind. Also es hat absolut seine Daseinsberechtigung bei Risikoschwangerschaften. Dann würde mich mal von dir total interessieren, wenn du schwanger bist oder warst, wird regelmäßig CTG gemacht? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Hast du das mal angesprochen? Oder sagst du, es schadet keinem und die Praxis kriegt nochmal 15 Euro mehr, also why not? Würde mich mal interessieren, schreib es mir doch bitte mal in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, du hast einen schönen Tag und kannst dir hier nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht ist da noch was für dich dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.